Ja, so eine Limonade an heißen Sommertagen kann ganz schön erfrischend sein. Und mit etwas Zucker drin ist das Getränk auch gar nicht mehr so sauer. Für den sauren Geschmack in der Zitrone ist ein Säureteilchen zuständig, was mit unseren Geschmackssensoren dann interagiert. Diese Säureteilchen heißen Oxonium-Ionen und entstehen bei unserem Beispiel aus der Reaktion von Zitronensäure mit Wasser. Wenn du diese Reaktionsgleichung betrachtest, fallen dir vielleicht schon die Ladungen in den Strukturformeln auf. Das ist neu, denn bisher kennst du solche Ladungen nur von den Salzen, aber nicht von Strukturformeln. Du denkst dir bestimmt schon, dass solche Ladungen ziemlich wichtig sind, ganz einfach, weil man sonst solche Reaktionsgleichungen überhaupt nicht versteht. Wie man diese Ladungen bestimmt, zeige ich dir nun im folgenden Video. Anhand von Sauerstoffverbindungen möchte ich dir eine sichere Methode zeigen, wie du diese Ladungen, auch genannt Formalladungen, bestimmen kannst. Wichtig ist hierbei der Unterschied zwischen der Oktettregel und den Valenzelektronen. Beim Oxonium-Ion H3O+ sieht man die Oktettregel erfüllt. Hier gibt es ja vier Elektronenpaare: drei bindende und ein freies Elektronenpaar. Die zugehörigen Valenzelektronen in der Strukturformel findest du hingegen direkt am Element selbst. Bei unserem Beispiel sind das also fünf Valenzelektronen in der Strukturformel. Die anderen Elektronen gehören ja je zu einem Wasserstoffatom. Schaut man ins Periodensystem, sieht man, dass Sauerstoff, ist ja in der sechsten Hauptgruppe, eigentlich auch sechs Valenzelektronen haben sollte. Hier in der Strukturformel fehlt jedoch ein Valenzelektron. Und genau so kommt auch die positive Ladung zustande. Es fehlt ja schließlich ein Elektron und somit überwiegen die positiven Ladungen. Als Eselsbrücke kannst du dir vielleicht merken, dass du von den Valenzelektronen im Periodensystem, das haben wir auch zuerst gelernt, die Valenzelektronen in der Strukturformel abziehst und dann die Ladung bekommst. Zur Erklärung nochmal das Atommodell nach Bohr von Sauerstoff. Mit 8 Protonen im Kern, 2 Elektronen in der ersten Schale und nur 5 Elektronen in der äußersten Schale hat dieses Atom ein Elektron zu wenig und eben eine positive Ladung. Aber wohin zum Kuckuck ist denn das fehlende Valenzelektron vom Sauerstoff verschwunden? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch einen Schritt zurückgehen und den Anfang der bereits erwähnten Reaktionsgleichung uns nochmal anschauen. Ausgangsstoff ist hier Wasser und Sauerstoff, wie du siehst, hat hier noch seine 6 Valenzelektronen, wie gewohnt. Die Welt vom Sauerstoff ist jetzt noch vollkommen in Ordnung. Aber nicht lange, denn ein Proton, was von der Zitronensäure abgegeben wird, greift nun am Wasser an. Proton, da es ein Wasserstoffatom ohne Elektron ist. Das Elektron ist bei der Zitronensäure geblieben. Da Wasserstoff ja 2 Elektronen für den Edelgaszustand braucht, nimmt es das auch, und zwar über das freie Elektronenpaar vom Sauerstoff. Sauerstoff bleibt zwar im Edelgaszustand, kriegt aber die positive Ladung ab. Eigentlich ist auch klar, dass wenn eine positive Ladung hier vom H+ aus zu einem Molekül hinkommt, muss sich auch die gesamte Ladung entsprechend verändern. Du siehst also, das Elektron vom Sauerstoff ist nicht verschwunden oder wurde abgegeben oder sowas. Es ist schon noch da, nur nicht direkt, sondern eben in der Verbindung mit dem Wasserstoff. Ab jetzt musst du also nicht nur die Oktettregel kontrollieren, sondern auch die Differenz der Valenzelektronen Periodensystem versus in der Strukturformel. Ein Geheimtipp zum Schluss habe ich noch. Übst du mehrere Strukturformeln, merkst du, dass einige Strukturen immer die gleichen Ladungen haben. Hier sind einige von diesen wiederkehrenden Strukturformeln mit Ladungen. Das Ganze braucht natürlich wie immer Übung. Aber jetzt sage ich erstmal Tschüss bei Lernen mit Dittrich.